grüße euch, Paraguay Live. Mein Name ist Pitt und wie immer herzliche sonnige Grüße aus Paraguay. Das heutige Thema: Grundstücke und das kleine Haus in Piribebuy. Sehen wir uns gemeinsam an. Achso, also klein direkt ist es ja nicht. Aber wie gesagt, man kann es auch individuell das Haus ja gestalten, je nachdem, wie ihr das ja braucht. Also, wir werden sicherlich zwei, drei Haustypen vorbereiten und euch im Prinzip so ein schlüsselfertiges Konzept vorstellen. Was hält ihr davon? Wäre, denke ich, auch eine ganz gute Idee. Ja? Also Likes nach oben. Das ist nämlich, denke ich, wichtig, weil da habe ich sehr viele Fragen gehabt. Viele haben mich gefragt, okay, bitte. Grundstück ist eine Sache, Haus, vor allem ein sicheres, gutes Haus. Also qualitativ gutes Haus. Das ist das A und O. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in Deutschland in der Immobilienbranche gearbeitet, habe unter anderem Fertig- und Massivhäuser verkauft. Von daher bin ich kein Handwerker, aber auf jeden Fall weiß ich, worum es geht. Und das ist das A und O. Ihr braucht ein sicheres Haus zu Hause, also letztendlich zu Hause in Spe in Paraguay. Und ich denke, das Konzept ist auf jeden Fall für euch. Grundstück und dazu ein passendes Haus. Und ich denke, auch wenn man zwei, drei Hausmodelle macht, ist das optimale Sache. Selbstverständlich kann man auch individuell, also ganz individuell nach ihren Wünschen, nach euren Wünschen bauen. Also, schauen wir uns gemeinsam das Grundstück an, das Haus und da sage ich noch ein paar Sätze dazu. Okay, bleibt dran. So, also das Haus ist soweit fertig. So, die Aussicht ist top. Und das Wetter so oder so. So, da. Steckdosen. Türen, wie man sieht. Kommt noch der Wasserboiler logischerweise. Und so werden ungefähr auch standardmäßig die Decken gemacht, also alles offen. So ist im Prinzip der übliche Standard hier in Paraguay, dass man natürlich die Decken offen lässt. Also meiner Ansicht nach sieht es schön aus und vor allem schützt natürlich von irgendwelchen Viechern, ja, die es zu Genüge hier natürlich auf dem Dorf oder sonst in ländlichen Bereichen gibt. So, und da schauen wir nochmal hier die Terrassentür. Das ist einfach Schiebetür. Gut, hat wie gesagt Vor- und Nachteile. Und hier ist auch der schöne Ausblick, wie ich ja schon oft erwähnt habe. Musik.
So, hier nochmal die Vorderseite hier mit den Masten, also Strommasten hier. Ein Dreiphasenstrom. Und wie ich schon sagte, wir können etwas rüber gehen. Da sind auch die weiteren Grundstücke. Also hier, wie ich schon erwähnt habe, ist alles neu gemacht worden. Dreiphasenstrom. Und hier ist der Weg, also wie gesagt, top befahrbar. Und hier kann man noch kurz vielleicht auf die Grundstücke nochmal gehen, um euch den Ausblick zu präsentieren. So, das sind die Grundstücke im Prinzip, die noch zur Verfügung stehen. Wie gesagt, ab 1000 Quadratmeter. Wobei ich hatte schon bei so einer tollen Gegend die Grundstücke schon, um die 2000 Quadratmeter zu gestalten. Alles einfach diese, ja, auch für den Gemüsegarten und genug Grünfläche gut geeignet sind. Und welchen Eindruck habt ihr? Ich denke, es sieht ganz nett aus. Ich meine, das Haus ist natürlich individuell geplant. Ich würde es etwas anders machen. Vielleicht auch einige Sachen etwas besser vorbereiten. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Jeder von euch muss es auf jeden Fall wissen. So. Die Fragen über Grundstücke, ich muss ja, glaube ich, noch etwas heller machen, bleibt noch kurz dran. So, jetzt geht es, glaube ich, etwas besser. Okay, so, wo sind wir stehen geblieben? Klar, bei den Häusern bzw. bei den Grundstücken. Viele von euch haben mich gefragt, gut, bitte, lohnt sich wirklich mit dem Architekten zu bauen? Man muss doch keinen Architekten in Paraguay haben. Ja, das stimmt, aber zumindest sage ich mal, was hier, also hier die ländlichen Gebiete angeht, braucht man wirklich keinen Architekten. Es geht aber darum, dass letztendlich, ich würde es auf jeden Fall mit dem Architekten bzw. mit einem sehr guten Baumeister das Haus bauen lassen. Warum? Ja, ihr kennt sich sicherlich nicht so gut aus, weder mit Bauen noch mit der hiesigen Bauweise. Und ich denke, oder ich bin auf jeden Fall überzeugt, man sollte es auf jeden Fall anwenden, hiesige Lösungen auch nehmen und nicht einfach 1:1 aus Deutschland übernehmen, beziehungsweise aus der Schweiz oder auch aus Österreich, weil dazu reicht einfach das Geld nicht und man braucht solches Haus überhaupt nicht. Also, falls ihr Fragen habt bezüglich der Grundstücke, bezüglich der Häuser, Hausmodellen, wie auch immer, einfach unten in der Beschreibung anschauen und ich gebe auch unten euch die WhatsApp-Business-Nummer, aber schreibt mich bitte auf jeden Fall besser an per E-Mail, weil letztendlich, da kommen die Nachrichten auf jeden Fall an. Ich habe auch viele Termine und von daher kann ich euch nicht immer per Telefon zur Verfügung stellen. Also von daher bitte auf jeden Fall am besten die Kommentare nutzen, dann die E-Mail und dann im Notfall in Anführungszeichen zu Telefon greifen. Also, Likes nach oben, einfach diesen Kanal abonnieren, mach's gut, bleib gesund, teilt das Video auf Facebook, Twitter und anderen Social Media und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, ciao, ciao, danke.